Okay. Ich wollte gerade sagen, mindestens eine Krebs da noch herum. Nervös wie die Viecher sind. Okay, das war ein cooler Kampf. Ah, Dreck. Hallöchen. So lange dauert es auch gar nicht mehr, bis zum nächsten Level hat. Feuernessel, den Kopf der Heuschrecken, ein bisschen Lauflieder, ein Artefakt. Als da wäre. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch, okay. Cool. Steintafel. Ein Dietrich verloren. Wie viel haben wir an Dietrichen? Weil sonst müsste ich da schon langsam wieder anfangen zu geizen. Ja. So sehr es mir missfällt, das zu tun, aber nicht, dass wir irgendwann einfach gar keine Truhen mehr eröffnen können. Habe ich mir gedacht. Was war das? Grafikfehler? Magie? Das kam dann doch ein wenig überraschend. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Ich nehme die Erfahrung gern, aber kein Mana mehr. Warte, wenn da unten noch ein weiterer von den Typen rumschleicht. Thank you.
Hallo, hallo. Schnüffel, schnüffel, ja, genau. Habe ich's mir doch gedacht. Hat unser Tabak eine besondere Notiz erhalten? Pilztabak. Wer weiß, wer weiß. Man soll ja diese halluzinogenen Pilze auch rauchen können. Ich habe es selbst nie gemacht. Oh, Höhle. Tatsächlich habe ich auch nur eine einzige Erfahrung mit psychoaktiven Pilzen. Und zwar, haben die anderen aus der Clique haben sich die Pilze aufgelöst, eingelegt in so Orangensaft, sowas, einwirken lassen und dann getrunken. Und ich habe lediglich von einem dieser Gläser so den, ja, keine Ahnung, das war so ein Bodensatz, das war vielleicht noch ein Fünftel vom Glas. Habe ich mir dann zu Gemüte geführt und habe auf jeden Fall, ja doch, doch, die haben schon gut reingehauen. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Nicht großartig halluzinogenös, aber sehr, sehr lustig. Euphorisch. Und alles. Aber halt bei weitem nicht so eine volle Dosis. Ich meinte eigentlich nicht das Loch hier, sondern weiter unten. Aber in der Zeit haben wir uns eh alles Mögliche reingezogen, was auch nur irgendwie als giftig gekennzeichnet war. Nein, so schlimm dann doch wieder nicht. Boah, ich weiß noch, deinem Jugendheim, wo ich war. Ist man als Jugendlicher ja immer auf der Suche nach einem schnellen, billigen High. Und anstatt, dass man da wenigstens noch das Ehrgefühl hat und irgendwie Rahmbläserkartuschen im Supermarkt holt und die und damit einen Ballon füllt und das Lachgas inhaliert. Nein, haben ein paar von den Helden sind irgendwann auf die Idee gekommen, sie inhalieren es einfach Deo. Ja, man kauft sich irgendein ganz billig Deo für einen Franken oder einen halben, keine Ahnung, ja, ein bisschen teurer schon. Und dann haben die da vorne ein Tuch rumgemacht und haben da einfach fett eininhaliert. Und wurden high davon. Ich nie. Allein schon der Geschmack und der Gestank, das kann ja gar nicht wahr. Das ist ungefähr so intelligent wie Leimschnüffeln, so polnischen Industriekleber. Was ich auch nie gemacht habe.
mit diesem erwähnten Lachgaskartuschen. Ja, ja, habe ich meine Erfahrung. Aber das ist auch ein ganz, ganz winzig kleiner Unterschied zu Klebstoff oder Deo. Ein einziges Mal habe ich Poppers ausprobiert, weil es halt jemand da hatte. Das ist auch so, auch so ein Fläschchen mit irgendeinem Lösungsmittel, das man halt schnüffelt, dran inhaliert, aber war es nicht so. War vielleicht auch schon ein wenig abgestanden, wer weiß. Übrigens, wenn ich schon so aus dem Nähkästchen plaudere von allerlei Drogen, Erfahrungen und so. Ich war ja immer einer der ganz vorsichtigen Konsumenten. Also wenn es hieß, ja, diese Ecstasy-Pillen sind schwach, dann habe ich trotzdem erst maximal eine halbe, wenn nicht gar nur ein Drittel davon probiert, weil nachschmeißen kannst du immer noch. Wenn du nach einer halben Stunde oder besser Stunde das Gefühl hast, du merkst nichts davon, nachschmeißen kannst du immer noch. Aber wenn du zu viel hast und das Zeug ist in deinem Blut, dann hilft Biegen und Brechen nicht und auch nicht Erbrechen, auch wenn der Körper das tut. Dann ist das Zeug im Blut und du musst damit klarkommen. Oder dich an die guten freiwilligen Samariter helfen, die gerade bei Goa-Partys im Club waren solche Leute zum Glück oft anwesend. Die guten Seelen von Eve und Rafe zum Beispiel, die schon ja vor der Party den Leuten so gratis Broschüren mitgegeben haben. Nicht von wegen, nehmt keine Drogen, Kids, sondern wisst, welche Drogen ihr konsumiert und seid euch dessen bewusst, was ihr konsumiert. Und konsumiert die mit Verantwortungsbewusstsein. Habt im besten Fall jemanden dabei, der aufpasst. Und ja klar, in den seltensten Fällen wie dieser nichts konsumieren, aber dass der halt einfach wenig genug konsumiert. Oder vielleicht sich nicht wie alle anderen einen LSD-Trip gibt, sondern keine Ahnung, eine halbe Ecstasy-Pille oder sonst was. Nur Joints raucht. Dazu ein bisschen Speed, keine Ahnung. Und die hatten dann, ich muss ja sagen, Goa-Partys im Club, das ist für mich keine Goa-Party, das ist halt eine Techno-Party, wo halt einfach Goa läuft. Eine richtige Goa, die machst du im Wald. Und die ist auch nicht um 3 Uhr morgens schon zu Ende oder wann der Club halt schließt. Auf jeden Fall da in den Clubs, die hatten da manchmal auch so ein kleines stationäres Labor dabei. Da konnte man auch hingehen, wenn man jetzt irgendeine Pille hatte, die, keine Ahnung, man gefunden hatte oder sonst unsicher war. Da konnte man von dieser Pille ein paar Brüssel abschaben lassen. Und die haben die dir getestet, haben dir nachher sagen können, ja, hat die MDMA drin überhaupt und wenn ja, wie viel MDMA? Hat sie irgendeine andere Substanz stattdessen drin oder zusätzlich? Oh, oh, Goblins. Ja. Oh, cool. Also Leute wirklich mit der Mission, ja, so Kids. Wir wissen, dass ihr da Drogen nehmt. Und es ist auch okay, dass ihr Drogen nehmt. Haben wir. Nein, Google, hat er mal Google. Hier ist das Toxic-Ergebnis von Google. Hast du jetzt noch Drogen nehmen gegoogelt? Und es ist okay, dass ihr Drogen nehmt. Das haben wir beileibe in unserer Jugend auch gemacht. Aber Jungs und Mädels, gerade Mädels, passt fucking auf euch auf, wenn ihr Drogen nehmt.
und nehmt nicht diese anderen möglichen Scheiß. Von dem ihr zum Beispiel nicht wisst, wo es herkommt oder so. Du bist nur ein normaler Snapper, hä? Logi! Natürlich sage ich nicht, dass ich auch immer super ultra verantwortungsbewusst gewesen bin. Jeder hat. Hoppa! Oh, du bist kein Goblin. Jeder hat seine Momente, denke ich mal, gehabt, wo er von irgendwas zu viel erwischt hat. Aufgeschleppt mit Dave, ja. Ich mag mich da an. Ich würde sagen, an zwei Situationen erinnern. Das eine Mal war auf jeden Fall zu viel LSD. Das andere Ecstasy. Burn, Chicken, burn! Heute gibt's Kentucky Fried. Ja, das eine Mal Ecstasy, wir haben da so ein paar Pillen gekauft, oder nein, wir hatten die schon dabei, und ich wusste ja, die sind relativ schwach, davon kannst du locker eine nehmen, weil die waren wirklich sehr schwach. Und ich hatte auch nicht vor, großartig Alkohol zu trinken, habe ich auch nicht gemacht. Es war nicht Winter, aber doch schon relativ winterlich, es war dementsprechend kühl. Wir saßen zuerst da, ich weiß noch genau, wo das war. So ein wunderschöner großer Platz im Wald mit etlichen Grillstellen und in der Mitte halt ein Partybereich. Und dann saßen wir da, hatten sogar ein Feuer. Ja, wie es halt ist, wenn man an der Party frisch ankommt, man kommt erstmal an und dann sitzt man ein bisschen, redet, raucht ein, zwei Joints, lässt vielleicht eine Bong rumgehen, haut sich die ersten Drogen rein, in meinem Fall dann, wie gesagt, besagte Ecstasy-Pille. Nein, nicht auf den Troll. Nein, nicht auf den Troll schießen. Hab sie gerade versehen. Bloß nicht gerade versehen. Was hat der Goblin da mit dem Troll zu schaffen? Oh oh. Hallo, ich verkaufe diese Lederjacken. Also wunderschön. Hey, nicht getroffen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Warte mal. Ja, haben mir da dieses Ecstasy gegeben, weil ich wusste, ich vertrag das, weil ich wusste, okay, ich gehe da später mal hin, weil ich wusste, die sind relativ schwach. Da ist nichts zu holen. Und eine halbe Stunde gewartet, nichts gemerkt. Ganze Stunde gewartet, nichts gemerkt. Sogar noch ein Stück später als eine ganze Stunde. Nichts gemerkt. Ich sag immer, ich saß immer noch da mit den anderen am Feuer. Wir haben geredet. In der doch einigermaßen Kälte. Und dann dachte ich mir, gut, du merkst absolut nichts. Haust dir einfach nochmal einen rein. So.
Was der Daydream zu diesem Zeitpunkt halt nicht realisiert hat, ist, dass der Körper über einen gewissen Metabolismus, dass der Körper mit einem gewissen Metabolismus arbeitet, beziehungsweise selbiger Metabolismus schneller arbeitet, wenn du dich bewegst, weniger schnell arbeitet, wenn du still sitzt, sehr wenig arbeitet, wenn du in der Kälte still sitzt. Und ich habe mir da die zweite... Ich bin falsch. Zweite Pille reingehauen. Bin dann mal aufgestanden, so zum Dancefloor. Ein bisschen bewegt, ein bisschen getanzt. Und dann hat sich der Körper bewegt. Dann hat sich der Blutkreislauf auch richtig in Schwung gebracht. Dann wurde auch endlich das Ganze exzessiv verarbeitet, wo da die ganze Zeit in den Startlöchern stand. Und ja. Ja, das war dann definitiv zu viel. Allerdings, ja, ich, es ging mir nicht, dann nicht irgendwie dreckig oder so, zum Glück. Ich musste auch nicht kotzen davon oder Schlimmeres. Das kann ja passieren, wenn der Körper merkt, er hat zu viel, dann macht er Abwehrreaktionen. Ich habe mir dann einfach die Ruhe gegönnt, habe mich irgendwo an den Rand gesetzt, gechillt, wirklich Augen zu, Kopf irgendwo, ich habe mich da irgendwo an den Felsen gesetzt, irgend sowas. Und halt gewartet, bis es vorbei war, denn es blieb einem großartig anderes zu tun. Ab und zu geraucht, viel Wasser getrunken. Das ist auch an der Goa-Party so, die Leute kümmern sich umeinander, also kamen oft Leute vorbei, so, ey, geht's dir gut, hier, trink mal ein bisschen Wasser. Und ja, ging alles glimpflich, glimpflich aus. Konnte dann später auch wieder fröhlich mitfeiern. Von dem her nicht die schlimmste Überdosis. Und ein anderes Mal hatte ich definitiv zu viel LSD verwitscht. Verwitscht, das ist ein Schweizer Wort. Erwischt. Verwitscht, sagt man eigentlich in der schönen Schweiz. Zu viel LSD erwischt. Denn es gibt ja LSD in verschiedensten Formen. Es gibt es als Tröpfchen. Gab es bei uns nie. Dann gibt es die bekannteste Variante auf Löschpapier. Quasi der Tropfen auf Papier und dann so verbreitet. Die verbreiteste Variante. Und es gibt auch noch die sogenannten... Ja, es gibt noch Ecstasy-Pillen, die mit LSD bestrichen sind und so weiter. Aber das sind eher so... exotischere Dinge. Es gibt noch die sogenannten Mikros. Da behandelt es sich um einen LSD in kristalliner Form, ummantelt von irgendwelchen Trägerzeug, Zellulose oder sowas, meistens in Sternform oder ähnlichem. Wirklich kleine, wie so Globuli sehen die aus, oder ja, bei uns waren es so kleine rote Sternchen. Und aufgrund der kristallinen Beschaffenheit sind die natürlich viel, viel potenter als irgendwelches aufgelöstes auf Löschpapier oder ähnlichem. Da sehe ich auch schon den Teleporter. Wollen wir den sogleich aktivieren, hoffe ich. Einfach geradeaus. Ja, hab mir das Ding gegeben. Habe ich mir mehr als einen gegeben. Ich glaube, ich habe mir noch irgendwie einen mit einem Kumpel geteilt, was vermutlich nicht so schlau war. Und dann war auch das Ganze an sich wäre noch gegangen. So, komm, warum kannst du nicht? Allerdings war dann das Set der Party selbst. Das heißt ja, beim Drogennehmen muss man immer achten auf Set, Setting und Drug. Das heißt, Setting ist die innere Einstellung, Set ist quasi die Umgebung. Und Drug ist die Dosierung. Und das Set in dem Fall war eine coole Party im Wald. Psytrance-Goa-Musik, wie man sich wünscht. Allerdings hat es dann zu schiffen angefangen. Richtig schiffen, stürmen, gewittern. Und die Leute haben auch in aller Eile einen Pfahl aufgestellt mit einer großen Plane. Aber dann hat es angefangen so richtig zu winden und... Das Ding hat es fast umgewindet.
Es hat richtig übelst geregnet. Das war so richtig, richtig unfriedlich auf einer deftigen Portion LSD. Das Ding hat angefangen zu wackeln und ich und ein anderer hatten das Ding so festgehalten, aber damit es nicht umstürzt, so völlig hilflos. Ja, und waren alle patschnass. Dann habe ich mich entschieden, ein Kumpel von mir dachte, hey, das hast du voll keinen Bock drauf, ich gehe jetzt nach Hause. Habe mich dann dem angeschlossen, ganz kurzfristig, weil ich dachte, ja, nee, gehst du lieber nach Hause und liegst das Ganze irgendwie aus. Nichts zu holen. Habe ich dann auch gemacht. Nichts zu holen. Das ging super easy, da er ja quasi dabei war. Ich war also nicht alleine. Hab dann das kuschelige, warme zu Hause erreicht und dann, ja, konnte ich das Ganze dann, fällt mir recht cool, konnte ich das Ganze dann auch einfach aussitzen. Weil LSD kriegst du ja nicht einfach weg aus dem Blut. Ich hab zwar gehört, es gäbe da irgendwas, was sie gerade im Spital haben, was man einem verabreichen kann. Könnte aber auch ein Gerücht sein, ich weiß es nicht. Aber in der Regel ist LSD halt dermaßen psychoaktiv, dass wirkt halt weniger auf den Körper, sondern das passt halt einfach. Ja, was soll ich sagen? Oh, Level Up, geil. Das hast du halt einfach im Gehirn und das ist dann einfach so lange da, wie es ist. Und ich glaube, wie gesagt, dass man den Körper dann gar nicht großartig davon entgiften kann. So, danke. Andererseits ist dann wiederum der Vorteil, dass es den Körper dann halt auch nicht vergiftet, wie zum Beispiel Ecstasy es kann. Na, so zumindest meine Erfahrung. Und soweit ich weiß. Da ist nichts zu holen. Hilfe! Ey. Und klar ging es mir auch schon mal schlecht von Pillen, so auch schon, dass ich kotzen musste. Dann aber immer mit Alkohol, mit Whisky vor allem. Weil dann sagt der Körper irgendwann so, nicht gut, ich fühle mich vergiftet. Aber dann bin ich rausgegangen, habe ein bisschen was ausgespielt und danach ging es dann in der Regel wieder und ich konnte weitermachen. Das war dann schon bei den Sessions in der WG, wo wir einfach rumgehangen sind und irgendwie Ecstasy gefressen oder dazu noch gesoffen und so. Nicht mehr so auf Partys gegangen, wo schon älter waren, erfahrener, dümmer zum Teil. Da ist nichts zu holen. Und ich bin auch froh, dass ich erst relativ spät mit Drogen angefangen habe. Was war ich? Ich glaube, Mann, habt ihr es langsam? Auf jeden Fall gut über 20 Jahre alt. 23, 24 vielleicht gar. Dann hätte ich früher damit angefangen, man weiß es nicht, wenn der Körper und vor allem der Geist noch in der Entwicklung ist, und das ist er noch, das ist er auch mit 22 noch, aber noch viel mehr so mit 16, 17, 18, 19, 20. Naja, je jünger du bist und mit so Zeug anfängst, desto mehr besteht die Chance, dass das auf deine vor allem psychische Entwicklung enorm Einfluss nimmt. Seltenstens
positiven Einfluss. Und ich habe da irgendwann mal ein Video drüber gesehen von Apecrime. Die sind ja auch oft feiern gegangen und so. Natürlich würden die selbst niemals Drogen nehmen. Wie könnten sie? Sind ja schließlich Vorbilder und so. Aber die haben da auch mal so einen Typen gesehen, irgendwo in einem Club. Und der war so voll komisch drauf. Der hat sich so wie so in verzerrter Zeitlupe bewegt. So voll so. Wie irgendwie, keine Ahnung. Als hätte er voll den Schaden. Und die haben da halt auch gedacht, ja, der Typ hat irgendwie zu viel erwischt, wollte dem helfen. Also, hey, geht's dir gut und kann man irgendwas für dich tun? So, Wasser oder irgendwas? Alles gut. Hat dabei immer noch voll den verstrahlten Eindruck gemacht, bis dann schlussendlich ein Kumpel von dem kam und den dann gesagt hat, ja, und der Typ ist halt so drauf, der ist immer so. Seit er eines Tages mal wirklich zu viel auch zu viel Amphetaminen hängen geblieben ist und das hat ihn halt einfach psychisch psychisch für immer angeknackst. Und das kann halt auch sau schnell passieren und dann war es das mehr oder weniger mit einem Leben. Mit einem normalen Leben auf jeden Fall. Was ist das wieder für ein Geräusch? Das habe ich nicht genehmigt. Aha. So ein Varan, oder? Zum Vater, ja komm. Lachhaft. Wollte ich nicht ein paar Quests machen oder so ein Scheiß, anstatt hier einfach. Ah ja, stimmt. Panditenlager. Stimmt. Aufträge. Oh cool. Einlass verdienen ins Panditenlager. Hallo? Normalerweise funktioniert sowas. Ja, man kann sich halt sau schnell kaputt machen mit so Zeug. Gerade je jünger man ist, desto eher hat man das Risiko und auch je öfter man so Zeug konsumiert natürlich. Und von Alkohol will ich hier gar nicht erst anfangen. Ah, oh, okay, ich kann das hier auch nicht benutzen. Warte. Jetzt geht's. Meiner Meinung nach zerstört Alkohol, das Leben, Beziehungen, Job etc. noch viel effektiver als. Was geht's wieder nicht? Okay. Als sämtliche vorhin aufgezählten Drogen zusammen. Ah, jetzt ging's. Die Krux beim Alk ist halt einfach, das Zeug ist billig und mehr oder weniger überall verfügbar. Gesellschaftlich akzeptiert. Aber ja, dann sind wir beim leidigen Thema. Was?
Definiere Droge. Was ist eine Droge? In welcher Dosis ist ein Gift eine Droge? Und so weiter und so weiter. Könnte man es ewig, ewig darüber reden. Ich meine, ist das, was ich hier mache, etwa keine Droge? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Also der Steintafel, nice. Und ein Ring. Ich meine, zocken. Erfüllt es die Morgenstern? Die Bedingungen, was gibt's für Bedingungen, dass mir etwas als Droge gilt? Macht es Spaß, auf jeden Fall. Sonst würde ich nicht machen. Mache ich's in einem überbordenden Maße, wenn ich das so sagen darf. In einem überbordenden Maße mache ich mehr davon, als vermutlich gesund wäre. Ja, definitiv. Bin ich süchtig danach, ohne jeden Zweifel. Na, fuck. Macht es einen körperlich kaputt? Würde ich sagen, nicht unbedingt. Man wird zwar nicht großartig fitter dadurch, aber man eignet sich beim Zocken zum Beispiel auch Sachen an, die man, ja, die einen körperlich und geistig weiterbringen, wenn man so will. Reflexe, in meinem Fall als Streamer auf jeden Fall Redeskills. Noch allgemein. Aber ja, je nachdem, wie man das definiert, könnte man das, was ich hier mache, auch locker als Droge bezeichnen. Schlimm jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn halt wirklich andere Dinge insofern darunter leiden, dass könnte das Gewitter vielleicht mal aufhören, verdammt! Ja, andere Dinge halt drunter leiden. Ähnlich ist halt zum Beispiel irgendwann mal nicht mehr bei 1, 2, 3 Birken bleibt, sondern oder wenn zum Beispiel Job und Familie drunter leiden, Beziehung. Verdammt. Warum sind die Viecher so schnell? Die sind Schweine langsam. Und auf der anderen Seite kann genauso gut auch Sport eine Droge sein. Fucking Schokolade.